Hallo, ich begrüße euch zum Wochenrückblick. Es ist kaum zu glauben, es sind schon 4 Wochen Digi-Fernunterricht vorbei und ich möchte auch diese Woche kurz sagen, was mich beschäftigt hat und zunächst vielleicht auf eine Aussage eingehen, die ich dabei Dirk von Gillen, er hat ein kurzes Interview mit mir geführt und ich habe dann erwähnt, dass ich voll losgelegt habe und zwar einerseits, weil das hilft natürlich, so ein bisschen düstere Gedanken zu verdrängen. Wenn man was tun kann, wenn man aktiv sein kann, dann hat man weniger Zeit, um sich zu überlegen, wann geht's wieder los mit der Schule, wie sieht die Zukunft aus, was ist so vielleicht auch die Situation von älteren Verwandten und Bekannten, wie ist das für sie das Leben auch in den nächsten Jahren. Und die Möglichkeit war jetzt da wirklich aktiv zu werden, diesen Kanal zu eröffnen. Diese Woche habe ich auch noch einen Podcast dazu ins Netz gestellt. Das ist ganz einfach das Audio, das ich genommen habe. Aber solche Projekte haben mir jetzt in den letzten 4 Wochen sehr viel gegeben, auch so ein bisschen die Motivation, was zu tun, auch neben dem Tagesgeschäft, neben dem Homeschooling der Kinder, neben dem Unterricht, den ich übers Netz durchgeführt habe. Und das habe ich jetzt aber auch gemerkt, dass es sehr viel war so in den letzten Wochen. Ich habe versucht, auch so ein wenig die Pace rauszunehmen oder die Pace zu verlangsamen und denke, dass es auch gut tut, mal ein paar Tage zu sagen, jetzt erhole ich mich, jetzt mache ich was für mich, was Buch lesen, Spiele spielen. Das ist so ein bisschen die Phase, in der ich jetzt drin bin, besonders auch mit den eigentlich offiziellen Schulferien, die jetzt in Zürich auch begonnen haben. Und das war dann aber auch etwas seltsam mit den Klassen, so wie die letzte Stunde vor den Ferien zu gestalten. Das ist etwas, was ich sonst eher so als Ritual durchführe. Wir spielen das Werwolf-Spiel. Ich spiele das eigentlich mit fast allen Klassen, so vor den Ferien. Und das war jetzt diese Woche nicht möglich oder ich wollte das auch gar nicht digital emulieren, weil ich Eindruck hatte, die Klassen sind eher etwas gestresst. Ich wollte da ein bisschen auch da die Belastung rausnehmen, in Ferienstart auch ermöglichen. Und war aber seltsam zu merken, ich sitze da wirklich vorm Computer. Also wie jetzt dieses schöne Bild hier zeigt, das ist nicht die Schule, sondern es ist wirklich nur, es ist halt für mich ein Bildschirm und ich habe nicht die ganzen Möglichkeiten dieser sozialen Beziehungen, ein Ritual durchzuführen, allen schöne Ferien zu wünschen, auch so das Gefühl, bisschen stolz zu sein, was haben wir jetzt erreicht in den letzten Wochen. Das alles hat gefehlt. Es war so mir so, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass es noch recht ungewiss ist, wie es weitergeht für viele Klassen. Wie sehen die Abschlussprüfungen aus? Da fehlen noch ein paar Entscheide von der Politik, um wirklich auch mit Gewissheit zu sagen, wir planen jetzt schon fix die Zeit nach den Ferien. Ich fand aber dieses Bild noch, damit beende ich dann den Wochenrückblick, also das Bild zeigt ein Laptop, da steht drauf Cécine Bazunicol, so nach dieser Vorlage von Makit, dass das hier halt keine Pfeife ist, weil es nur ein Bild einer Pfeife ist. Das fand ich hier interessant, dass das ja die Ebenen etwas verschiebt. Das hier wäre keine Schule, weil es nur ein Bild von einem Laptop ist und kein echter Laptop, weil wenn der Laptop an wäre und ich am Rechner mit der Klasse was bespreche, dann ist es vielleicht doch eine Schule. Also ein echter Laptop könnte tatsächlich sowas wie eine Schule sein, aber und da wieder auf Axel Kammer zu verweisen, eine Schule ist halt wirklich nur so lange eine Schule, wie alle daran glauben. Und wenn alle daran glauben, dass das, was am Laptop abläuft, dass das Schule ist, dann ist es sehr wahrscheinlich doch eine Schule. Und am Bild finde ich auch interessant, wie dieser Rahmen hinzugefügt worden ist, plus noch diese Frau. Ich denke, ich bin ziemlich sicher, das ist ein Template, das man so im Netz findet, wie man Bilder auch so reinstellen kann, um den Eindruck zu erzeugen, das sei jetzt irgendwas Museales, sei was Höherwertiges, was ja bei der Vorlage, wenn man sie so im Netz findet, nicht der Fall ist. Also man hätte das auch so gestalten können und irgendwie so dieses Bedürfnis, diese bildungsbürgerliche Kultur reinzunehmen ins Netz, das hat immer was Rührendes für mich, dass wenn eine grauhaarige oder weißhaarige Frau sich das Bild im Museum anschauen würde,
dass dann das Meme irgendwie interessanter wäre, als wenn es einfach nur der Schriftzug und der Laptop wäre. Also mit diesem Bild verabschiede ich mich so wirklich in eine Woche Ferien, werde auf dem Kanal sicher immer wieder was produzieren, aber versuche da den Rhythmus etwas runterzunehmen. Ich danke sehr fürs Zuschauen, freue mich auf eure Inputs, eure Impulse, eure Fragen und bis bald.